gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 02977 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Dienstag. Neues und Interessantes aus dem Bergland und den Gefilden der Oberlausitz. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Lausitzwelle Regionalzeit. Wie immer am Dienstag haben wir für Sie die Themen aus dem Oberlausitzer Bergland zusammengefasst. Nachdem es vor etwa einem Jahr Streitigkeiten gab, in welchem Alstom-Standort die neuen Straßenbahnen für Berlin gebaut werden sollen, konnten die Arbeiten nun beginnen. Zur Auswahl standen die Orte Henningsdorf und Bautzen. Trotz der größeren Entfernung nach Berlin hat Bautzen den Auftrag erhalten. Im Bautzner Alstom-Werk, früher Bombardier, hat der Bau der neuen Berliner Straßenbahn begonnen. Wie die Berliner Verkehrsbetriebe mitteilen, nahmen zwei führende Vertreter des Unternehmens unlängst am Baubeginn des ersten von insgesamt 117 Fahrzeugen teil. Laut der Mitteilung werden vom Rohbau bis zur Fertigstellung alle Produktionsschritte in Bautzen erledigt. Der abgeschlossene Rahmenvertrag sieht die Lieferung von zwei Richtungsfahrzeugen mit 30 und 50 Metern Länge vor. Das Mindestvorgabevolumen für den Auftrag beträgt rund 350 Millionen Euro. Zusätzlich wurde eine Ersatzteilversorgung durch Alstom für mehr als 30 Jahre vereinbart. Die Lieferungen aus dem Rahmenvertrag erfolgen bis zum Jahre 2033. Anlässlich des neuen Skateparks im Gesundbrunnen in Bautzen wird die Eröffnungsfeier mit einem Skate-Wettbewerb nachgeholt. Fertiggestellt wurde der Park schon im Dezember letzten Jahres. Die Jahreszeit und die Infektionsschutzverordnung ließen bisher allerdings keine würdige Eröffnungsfeier zu. Das soll am Samstag, dem 14. Mai, mit dem ersten Senftown Skate Jam nachgeholt werden. Von 13 bis 17 Uhr wird es im neuen Skatepark stündlich einen Best-Trick-Contest geben, bei dem jeweils an einem bestimmten Element des Parks ein oder mehrere Gewinner ermittelt werden. Zu gewinnen gibt es Sachpreise von Unterstützern und Sponsoren. Später am Abend wird mit Live-Musik weitergefeiert. Jeder ist eingeladen. Allerorts fanden am Sonntag, zum Tag der Befreiung, wieder Gedenkveranstaltungen statt. So wurde beispielsweise auch in Weißwasser, Senftenberg oder Kamenz an das Kriegsende vor 77 Jahren erinnert. In den Reden, die an diesem Tag gehalten wurden, war auch der Krieg in der Ukraine Thema. So erklärte Senftenbergs Bürgermeister Andreas Friedrich: "Ich persönlich habe das immer nicht für möglich gehalten. Für mich war es unvorstellbar. Es sei die geschichtliche Erfahrung, dass Krieg nur Not und Elend bringe." Ebenso wurde von den Stadtoberhäuptern auch Dank ausgesprochen für die Hilfe, die derzeit geleistet wird. In Bautzen fand von Donnerstag bis Sonntag das Puppentheaterfestival Beleben statt. Initiiert und organisiert wurde es vom Deutsch-Sorbischen Volkstheater. Ein Wochenende lang waren Spektakel, Walk-Acts, Puppenspiele und außergewöhnliche Theaterformate für Groß und Klein auf Bautzens Straßen und Plätzen präsent. Auch eine nächtliche Lampionparade, zahlreiche Umzüge durch die Stadt und Straßentheater an ungewöhnlichen Orten, Gassen und Plätzen schufen überraschende Begegnungen, so das Theater. Über 4000 Besucher wurden gezählt. 2024 soll es eine Fortsetzung geben. Der neu errichtete Spielplatz im Hochkircher Ortsteil Breitendorf wird am 21. Mai eröffnet. Dies geht aus einer öffentlichen Einladung hervor, die in Breitendorf und Umgebung ausgehängt wurde. Wie der Sportverein Grün-Weiß Hochkirch mitteilt, ging die Initiative für den Spielplatzbau von ihm sowie einer Elterninitiative aus Breitendorf und dem benachbarten Tschorna aus. Demnach übernimmt die Liederregion Bautzner Oberland, der die Gemeinde Hochkirch angehört, 80% der Gesamtkosten. Der Eigenanteil wird durch Spenden und mit Hilfe der Kreissparkasse Bautzen finanziert. Der neue Spielplatz befindet sich unmittelbar neben dem Breitendorfer Feuerwehrgebäude und soll auch den großen Dorfbewohnern als Treffpunkt dienen. Für das traditionelle Stadtfest Bautzner Frühling am 29. Mai werden für den Trödelmarkt noch Händler gesucht. Das teilt die Stadtverwaltung mit.
In der Mönchskirchruine können dann nicht mehr benötigte Spielzeuge, Bücher, Baby- und Kleinkinderbekleidung zum Verkauf angeboten werden. Es stehen voraussichtlich 18 Standplätze unterschiedlicher Größe zur Verfügung. Eine Standgebühr wird nicht erhoben. Im abgesperrten Bereich der Großen Brüdergasse vor der Mönchskirchruine haben alle anderen Trödler die Möglichkeit, ihre Waren anzubieten. Der Verkauf von militärischen Devotionalien, Kfz-Teilen und jeglicher Neuware ist ausgeschlossen. Jeder, der Interesse hat, kann sich bis zum 13. Mai per Mail beim Ordnungsamt Bautzen melden. WhatsApp-Betrüger haben wieder zugeschlagen. Diesmal fiel eine 60-Jährige aus Brösa den Gaunern zum Opfer. Sie empfing mehrere Nachrichten von ihrer vermeintlichen Tochter. In gewohnter Masche gab die an, über eine neue Telefonnummer zu schreiben, da ihr Handy defekt sei. Im weiteren Verlauf forderte sie Geld, um diverse Rechnungen zu begleichen. Die Seniorin ist nun rund 4.000 Euro los. Ein kurzer An- und Rückruf bei Verwandten und Bekannten oder der Polizei kann einen solchen finanziellen Schaden verhindern, rät sie. Der Freistaat Sachsen und die Europäische Union haben die Förderrichtlinie Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF Plus 2021 bis 2027 aufgelegt. Hiermit sollen Gelder für die soziale Arbeit in benachteiligten Stadtgebieten zur Verfügung stehen. Teilnehmen können Gemeinden, die einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Einwohnern haben, die auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen sind. Dafür, dass Sachsens Städte und Gemeinden die Fördermittel auch nutzen können, gab es nun eine Online-Informationsveranstaltung. Geladen waren Städte und Kommunen mit entsprechenden Voraussetzungen. Insgesamt 42,5 Millionen Euro sollen bis zum Jahr 2027 für eine nachhaltige soziale Stadtentwicklung bereitstehen. Bis Ende des Jahres 2023 können die betreffenden Gemeinden Handlungskonzepte einreichen. In dieser Woche startet nun wieder das integrierte Monitoring von Singvögelpopulationen. Bereits am ersten Tag waren 40 Vögel ins Nest gegangen. Davon wurden 31 neu beringt und 9 Vögel wiedergefangen. Bis Ende August werden an insgesamt 12 Terminen die Netze am Holschaer Teich gespannt. Die Vögel werden nach dem Fang nach Merkmalen wie Art, Geschlecht sowie Hungerstreifen untersucht. Anschließend werden sie beringt und wieder freigelassen. Werden diese Vögel an gleicher oder anderer Stelle wiedergefangen, kann man Aufschluss über die Entwicklung von Vogelbeständen sowie ihre Fortpflanzungs- und Überlebensraten erhalten. Seit 2018 führt der Förderverein Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz das Monitoring am Holschaer Teich durch. Im Bautzner Ortsteil Oberkainer steht seit kurzem eine neue Bücherzelle, das teilt die Stadtverwaltung Bautzen mit. Die Idee dafür kam vom Kultur- und Bürgerverein Oberkainer 2020, welche das Vorhaben beim Bürgerhaushalt letzten Jahres einbrachte. Mit rund 2000 Euro wurde die Box durch die Stadt unterstützt. Sie ist nun auf dem Edeka-Parkplatz zu finden. In ihr kann jeder Bücher kostenfrei ausleihen oder auch eigene Bücher als Spende hinstellen. In den nächsten Wochen sollen um die Zelle noch Sitzmöglichkeiten und ein Grünstreifen entstehen, so die Stadt weiter. In der Nacht zu Mittwoch ist der Polizei in Bautzen ein mutmaßlicher Graffiti-Sprayer ins Netz gegangen. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte er offenbar gerade eine Hauswand am Stadtwall besprüht, als auch hier ein Zeuge die Polizei rief. Nach kurzer Flucht wurde ein 19-Jähriger gefasst. Er hatte Farbflecken an Handschuh und Jacke. Dazu passende Spraydosen befanden sich in einem weggeworfenen Rucksack. Am Dienstag wurden in Radeberg insgesamt 9 Rettungsdienst- und Krankentransportfahrzeuge übergeben. Darunter 3 Notfalleinsatzfahrzeuge für die Rettungswachen Bautzen Ost und Radeberg. Außerdem gab es 3 Rettungstransportwagen für Hoyerswerda, Bautzen und Radeberg sowie 3 Krankentransportwagen für die Standorte Bautzen West und Ottendorf-Orkrilla. Die Leistungserbringer waren dabei der DRK-Kreisverband Bautzen, der DRK-Kreisverband Radeberg-Pulsnitz und die Malteser. Die Übergabe erfolgte durch die Beigeordnete Birgit Weber und den Leiter des Ordnungsamtes René Burg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Diebstahl von 2 Motorsägen am Montagvormittag in Taubenheim. Sie verschwanden zwischen 9 und 10 Uhr von einem Grundstück an der Niederbrücke. Der Besitzer hatte die Geräte bereitgelegt, war dann aber noch einmal ins Haus gegangen. Der Schaden beträgt etwa 1.250 Euro. Hinweise nehmen der Polizeistandort Bischofswerda unter Telefon 03594 7570 und jede andere Dienststelle entgegen.
Auf der B96 zwischen Großpostwitz und Eudowitz ist am Dienstagvormittag ein Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 34-Jährige war mit seinem Skoda in einer Rechtskurve aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Subaru zusammengestoßen. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Subaru-Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Majestätisch schweben sie durch die Lüfte, dann plötzlich stürzen sie mit hoher Geschwindigkeit Richtung Boden, um ihre Beute zu fangen. Greifvögel sind durch ihre unglaublich guten Augen wunderbare Jäger. Leider kann man diese Tiere nur selten aus nächster Nähe bewundern. Möglich ist es am ehesten bei Flugshows. Meine Kollegin Chiara Bischoff hat in Lavalde kürzlich eine private kleine Flugshow zu sehen bekommen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem tierischen Format. Wir sind heute in Lavalde und besuchen den Falkner Christian Siegert, denn dieser möchte uns seine Tiere vorstellen. Christian, der als Jäger begonnen hat, beherbergt mittlerweile eine stolze Anzahl von 38 Vögeln in seiner Falknerei. Sein Ziel, das Wissen über Greifvögel an Groß und Klein zu vermitteln. Also wir sind ja auf der Greifvogelwarte Oberlausitz. Was machen wir heute hier? Ich will euch zeigen, was so ein Falkner über den Tag so eventuell mit den Vögeln anstellt. Ich will versuchen, den Bann zu brechen, dass die Vögel grausam sein, sondern ich will den Bann eigentlich, dass es ein ganz liebenswerte Vögel sein. Wir haben die uns zur Aufgabe gemacht, ganz einfach, die Vögel oder die Greifvögel schlechthin den Menschen näher zu bringen. Und um das zu verdeutlichen, beschäftigen sich Christian und seine Frau nun schon seit 11 Jahren mit den verschiedensten Greifvögeln. Ihnen ist wichtig, ein tiefes Vertrauen zu den Tieren aufzubauen. Das geht jedoch nicht von heute auf morgen. Pro Vogel braucht es ungefähr 300 Stunden, bis sie eine engere Verbindung hergestellt haben und die Vögel ruhig auf der Hand sitzen bleiben. Doch um mir zu zeigen, dass das nicht unmöglich ist, stattet Christian mich mit Falknereihandschuhen aus und holt den ein oder anderen Vogel zu mir. Angefangen mit einem großen Uhu, der mit seinem finsteren, dreinblickenden Gesicht und den großen, starken Krallen oft den falschen Eindruck erweckt. Von Eulen. Das ist ganz weiches Fell. Ja. So ein Vogel zum Einsatz. Ich sehe, wie wohl sich manche Adler in der Umgebung von Christian fühlen, so dass er einige von ihnen auch einfach frei herumfliegen lassen kann. Es macht schon Laune. Mit diesem Vogel kann ich zum Beispiel spazieren gehen. Ja. Ohne Leine. Also wenn ich im Waldweg lang gehe, kommt er mir eigentlich von Baum zu Baum nachgeflogen. Ach, das ist schön. Ja, das ist die Verbindung, die wir suchen. Ja. Nicht durch irgendwelche Gewalt, sondern eben durch das Vertrauen, was wir beim Vogel aufbauen. Mhm. Und das macht man durch intensive tägliche Arbeit. Mhm. Wie viel Arbeit die Haltung von Greifvögeln macht, habe ich vor meinem Besuch definitiv unterschätzt. Christian erklärt mir, dass zunächst eine Prüfung zum Falkner absolviert werden muss. Außerdem weiß ich nun, dass es für jeden einzelnen Vogel auch einen Mindestwert an Quadratmetern gibt, die pro Tier eingehalten werden müssen. Ebenfalls tägliches Training und Fütterungen stehen auf dem Plan.
Bei einer Flugshow zusehen zu können oder selbst einmal einen Tag mit dem Falkner zu verbringen, macht mir unheimlich viel Spaß. Doch eine Greifvogelwarte bietet nicht nur Unterhaltung, sie hat auch eine andere, wichtige Funktion. Sie dient der Erhaltung von vor dem Aussterben bedrohter Arten. So konnte der Uhu-Bestand in Deutschland flächendeckend wiederhergestellt werden, nachdem dieser fast vollständig verschwunden war. Wer jetzt selber gern Christian und seine Tiere kennenlernen möchte, kann auf die Internetseite greifvogelwarte-oberlausitz.de gehen und dort die Termine für die nächsten Flugshows erfahren. Mein Tag in der Falknerei ist jetzt leider auch schon wieder zu Ende. Die faszinierenden und schönen Vögel haben mich vollständig in ihren Bann gezogen. Doch nun muss ich mich erst einmal verabschieden. Das war sie auch schon, unsere Regionalzeit aus Bautzen und Umgebung. In einer Woche gibt es dann die nächste Ausgabe. Bis dahin machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.